Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Dieser Date Video auf meinem Kanal. Es ist der 11.11. und ganz schön früh und ich bin auf dem Weg nach St. Gallen ins Tesla Service Center. Alle, die mein Video noch nicht gesehen haben, wie ich bei Uwe Kröger war und wir die Garantiemängel uns angeschaut haben, die mal bitte hier klicken und sich das anschauen. Ich war eben bei Uwe in Lübeck, weil ich ziemlich nah an den 80.000 bin. Und Uwe hat einige Mängel gefunden, die ich heute beim Tesla Service Center vorstellen werde und bin gespannt, was sie dazu sagen und wie der Tesla Service so funktioniert. Ich zeige das euch nochmal kurz im Schnelldurchlauf. Hier hinten an diesem Rad haben wir einen ausgeschlagenen Querlenker. Bei der Kofferraumklappe haben wir das Problem, dass sie ein bisschen hier einschlägt und sich deswegen jetzt hier Rost bildet. Dieser Gurtversteller funktioniert nicht mehr. Auf dem Instrumentpanel gibt es leichte Blasenbildung, wobei ich sagen muss, die ist so leicht, dass ich sie nicht sehen kann. Die Spur scheint verstellt zu sein, weshalb die Reifen ungleichmäßig abfahren und in diesen Spur, ich kenne mich nicht so aus, wir haben eingerissene Spurkapseln oder Spurgelenke. Diese Fensterschachtleiste ist lose und muss mal wieder angeklebt werden. Also teilweise sind das Mängel, die sind nicht wirklich bedeutsam und ich denke, die werden auch sehr schnell behoben. Und teilweise ist das natürlich schon ein bisschen mehr, wie dieser Querlenker hinten oder die Spur vorne. Und da bin ich jetzt mal gespannt, was die dazu sagen. Ja, wie ihr sehen könnt, habe ich mein Auto sogar mal ausnahmsweise geputzt und habe das neueste Update aufgespielt, sodass da nichts mehr schief geht. Den Termin selbst habe ich in der App gemacht. Da wird mir eben aus Auswahl gestellt, was so in der Umgebung der nächste Termin ist. Und der einzige, der für mich noch in erreichbarer Reichweite war, war eben St. Gallen. Das sind ungefähr 80 Kilometer von mir, je nachdem, wie man fährt. Eine Stunde Fahrzeit mit dem Auto. Die Bahn ist kürzer, die braucht nur 35 Minuten. Ich habe dann dort die Unterlagen hochgeladen, habe entsprechend Fotos hochgeladen, damit die sich vorbereiten können. Das heißt, die wissen komplett Bescheid, was an diesem Auto bemängelt wird. Und ich bin gespannt, was davon sie sagen, das auf Garantie geht und was nicht. Ich habe auch versucht rauszubekommen, wie das eigentlich mit der Garantie aussieht. Das ist gar nicht so einfach. Man kann im Moment nur die aktuelle Garantie runterladen. Also das ist einerseits sehr offen ausgedrückt. Ich weiß nicht, was ein Jurist dazu sagen würde. Ich bin einfach mal gespannt, ob es überhaupt dazu kommt, dass ich da drauf pochen muss oder ob es da ganz klare Regelungen gibt, an denen sich die Tesla-Werkstätten einfach halten. Die Schwierigkeit war eigentlich die, dass ich ja einen Termin kriegen muss, bevor meine Garantie abläuft. Und ich war ja in Lübeck. Ich musste also erst wieder runter nach Konstanz. Und hier gibt es die nahegelegenen Service-Center nur in der Schweiz. Die Schweiz hat einen Nachteil, dass ich keinen Leihwagen bekomme, deswegen werde ich nachher mit dem Zug nach Hause fahren. Und ich musste den Termin so schnell bekommen, dass ich eben nicht in der Zwischenzeit noch eine andere Reise gemacht habe, denn mein Auto hat inzwischen 79.253 Kilometer auf dem Buckel. Also höchste Zeit, dass ich dahin fahre. Die wissen auch nicht, dass ich dieser Dad bin. Also ich bin mal gespannt und nehme euch jetzt einfach mal mit. Filmen werde ich sicherlich nicht dürfen dort. So. Also, der Mitarbeiter war sehr nett. Ich durfte natürlich nicht filmen da drinnen und ja, hat nochmal alles durchgegangen. Und er hat auch schon gesagt, ja, Uwe Kröger kennt er. Und manchmal machen sie die Sachen dann so, wie er es sagt. Und manchmal geht es eben nicht auf Garantie. Also, ich bin sehr gespannt. Ich laufe jetzt erstmal zum Bahnhof. Gedacht, die 2 Kilometer, die kann ich mir gut gönnen. Fahre dann mit dem Zug nach Hause und werde heute Nachmittag was hören von den Teslas aus St. Gallen. Ja, und dann werden wir besprechen, wie es weitergeht, was sie machen können, was nicht, was sie auf Garantie machen und was nicht. So, einen wunderschönen guten Morgen. Es ist der 12. November inzwischen und ich habe eine nette Nachricht bekommen per SMS von Winterthur Tesla. Mein Auto könnte abgeholt werden, also bin ich jetzt unterwegs und ja, fahre mit dem Zug nach St. Gallen. Hier habe ich sogar in St. Gallen noch einen alten Bekannten getroffen, der Joel. Er hat mir mal beigebracht, wie man richtigen Espresso kocht mit meinem Siebträgermaschinchen. Und ja, wenn euch so ein Thema mal interessiert, müsst ihr, glaube ich, da oben schauen. Oder da, mal sehen, da oder da, jedenfalls schauen. Auf jeden Fall Langträger. Und der Joel, der bringt mich nämlich jetzt zu Tesla, das ist super. Ciao. Ciao. So, jetzt bin ich wieder da und bin tatsächlich ein bisschen aufgeregt und gespannt, was passiert. Ich werde es euch gleich berichten, wenn ich wieder rauskomme. So, ihr Lieben, ihr habt es vielleicht schon beim Einsteigen gemerkt, gehört. Also es hat sich ganz anders angefühlt, die Tür. Die ist neu eingestellt und damit sind diese Windgeräusche behoben. Die schlechte Nachricht ist, ich muss nochmal herkommen. Die gute Nachricht ist, es wird alles auf Garantie gemacht. Also vor allem haben mich natürlich interessiert die Querlenker vorne für die Spur und hinten, der links hinten, der ausgeschlagene Querlenker. Das ist also akzeptiert. Sie haben gesagt,
sie schauen schon, wie das Auto so insgesamt ist. Und ich habe Kratzer an den Felgen, das stimmt, das muss ich zugeben. Aber sie haben schon gesagt, in meinem Fall sei es jetzt nicht so, dass man denkt, dass es am Fahren liegt oder an Unfällen, die man sozusagen verursacht hat. Also, diese beiden großen Sachen werden gemacht. Genauso die Fensterschachtleiste, die hatten sie nicht da, die müssen sie besorgen. Wird aber auch gemacht, die Tür ist eingestellt, die Windgeräusche sind weg. Bei dem Panel vorne, diese Blasenbildung, die hat der Ove schon gesagt, die sei ganz, ganz schwach. Und ich habe sie ehrlich gesagt nicht gesehen und die haben sie auch nicht gesehen. Ja, das hier, das geht wieder, wie ihr deutlich sehen könnt. Die Heckklappe. Genau, die wurde neu eingestellt, dass sie nicht mehr einschlägt und unten auspoliert. Alles in allem erstmal ein erfolgreicher Tag für mich. Ich darf mein Auto wieder haben. Ich muss halt nochmal einen Tag nach Winterthur. Da es eine Garantieleistung ist, ist es für mich der geringste Weg, sonst müsste ich nach München oder nach Stuttgart. Ich werde jetzt mal in der Tesla-App mir den nächsten Termin buchen in St. Gallen für übernächste Woche. Und dann schauen wir mal, ob diese Garantiemängel dann komplett beseitigt sind. Und dann fahre ich jetzt erstmal nach Hause. So, guten Morgen. Es ist laut hier in St. Gallen und es ist 11 Tage später. Und leider auch das Wetter nicht mehr so gut wie letztes Mal. Es nieselt. Ich laufe jetzt trotzdem zum Bahnhof. Ich habe gerade mein Auto abgegeben bei Tesla und bekomme nachher Nachricht zwischen 2 und 3 bekomme ich Nachricht, wann mein Auto fertig ist, auf jeden Fall heute Abend. Und ich bin gespannt, ob wir heute diese ganze Garantiegeschichte zu einem guten Ende führen können. Ein weiterer Tag, es ist der 23. November. Mein Bart ist schon wieder ein bisschen länger geworden und immer noch steht in meiner Einfahrt kein Tesla. Also ich muss zugeben, ich war gestern doch ein bisschen sauer. Ich saß schon im Zug, hatte meine Karte gekauft, die man nicht zurückgeben kann und bin dann wieder ausgestiegen, als ich die SMS bekommen habe, dass mein Auto noch nicht fertig ist, weil ich dachte, na, so überraschend war das ja jetzt nicht. Die wussten ja, was zu tun ist und es war nie die Rede davon, dass es bis zum Abend nicht fertig wird. Deswegen war ich ja im Zug unterwegs. Habe ich ein bisschen gewütet und das auch mitgeteilt und habe dann aber die freundliche Nachricht bekommen, dass mir das Auto heute von Tesla St. Gallen zugestellt wird. Und da bin ich jetzt mal gespannt und morgen schaue ich es mir mit euch dann in aller Ruhe an. Da ist er wieder. Also wie gesagt, anschauen tun wir uns dann genauer morgen bei Tageslicht. So, willkommen zum letzten Kapitel dieser kleinen Garantie-Odyssee. Wie ihr gesehen habt, ist mir gestern Abend mein Auto wieder zugestellt worden und ich habe heute mal eine Probefahrt gemacht, damit ich euch berichten kann, wie es nun im Detail mit den einzelnen Mängeln aussieht. Was ich euch letztes Mal ja schon gezeigt habe, war, dass hinten die Heckklappe neu lackiert und eingestellt war und dass die Gurtverstellung jetzt wieder funktioniert. Neu ist hier, dass diese Fensterschattenleiste erneuert wurde und neu angeklebt ist. Was mir jetzt beim Fahren fast am positivsten aufgefallen ist, war diese eingestellte Tür bzw. das Fenster. Wusste gar nicht, was das für einen Unterschied macht, ob das richtig eingestellt ist. Es ist viel leiser hier im Auto. Was ich euch vermutlich noch nicht gezeigt hatte, wahrscheinlich erinnert ihr euch, Ove hat hier am Lenkrad rumgewackelt. Dein Lenkrad, das ist eigentlich so ein bisschen nicht so richtig fest. Das ist ein Problem bei Tesla. Und das ist jetzt wieder eigentlich fix, das hat kaum Spiel. Das habe ich übrigens auch beim Fahren nun feststellen können, dass es noch weniger teigig, noch konkreter lenkt als zuvor schon. Wenn ich hier in die Tesla-App reinschaue, dann sehe ich jetzt eine Historie des Service und dann sehe ich eben hier an diesen beiden Terminen jeweils die Rechnung und kann also sehen, was gemacht worden ist. Beim ersten Mal Windgeräusche, Fahrertür eingestellt, auf Funktion geprüft. Lenkrad hat Spiel, Lenkrad überprüft, Lenkstockeinheit ersetzt und auf Funktion geprüft. Gurthöhenversteller Fahrerseite kann man nicht verstellen. Gurthöhenversteller Fahrerseite neu montiert. Heckklappe schlägt auf Stoßstange auf. Heckklappe eingestellt und auf Funktion geprüft. Lackschaden ausgebessert. Und jetzt beim letzten Service. Querlenker vorne oben beide ersetzt, Sturzquerlenker ersetzt, Vorderachse Querlenker hinten oben ersetzt, Achsvermessung durchgeführt, Spursturz und Nachlauf eingestellt. Wegen dieser Achsvermessung musste ich ja auch nochmal hin, weil das nicht möglich war beim ersten Termin. Und hier haben wir noch Chromleiste Fahrertür muss ersetzt werden, Chromleiste der Fahrertür ersetzt, das habe ich euch gezeigt. Die Mängelliste von Ove ist im Grunde abgehakt.
Diese Blasen am Display habe ich irgendwie selber nicht mehr sehen können. Alles andere wurde behoben. Komme ich also zu meinem Fazit. Ich glaube, dass ich hier mit meinem Standort in Konstanz so ziemlich die größte Arschkarte gezogen habe mit den Nachteilen, die man bei Tesla haben kann. Ich musste eine Stunde nach St. Gallen fahren, hatte mein Auto 3 Tage nicht und musste 2-mal hin und zurück fahren. Das hat mich 4 Stunden Arbeit gekostet, 75 Euro Bahnfahrkarten und ich hatte, wie gesagt, 3 Tage kein Auto. Das liegt daran, weil ich aus der Schweiz keinen Ersatzwagen bekomme. Alle, die das in Deutschland auf Garantie machen würden, würden in der Zeit einen Ersatzwagen bekommen. Die Behandlung war sehr freundlich. Ich meine damit jetzt nicht den Espresso, sondern sie waren einfach wirklich freundlich. Das ist man allerdings aus der Schweiz auch so gewöhnt. Und das Auto wurde auch geladen. Also Strom haben sie mir spendiert und das ist sicherlich das Wesentliche, sie haben alle Mängel, die Uwe festgestellt hat, auf Garantie behoben. Nun hatten wir in den Kommentaren beim letzten Video eine große Diskussion, wie kann ein Auto nach 80.000 Kilometern so aussehen. Tesla hat wahrscheinlich bezüglich des Fahrwerks und der Karosserie im Bau die steilste Lernkurve, die man überhaupt haben muss. Innerhalb von 10, 12 Jahren müssen sie das aufholen, was große deutsche Autobauer seit vielen zig Jahren lernen und beherrschen. Ich glaube, diese Lernkurve ist spürbar. Uwe hat es auch so gesagt. Man hat damals beim Model 3 gesagt, beim Model 3 sind alle Kinderkrankheiten, die Model S und Model X hatten, behoben. Das war so. Man hat jetzt beim Relaunch des Model 3 und des Model S gesehen, dass die Krankheiten, die jetzt hier noch aufgetreten sind, bei diesen Autos auch behoben sind. Ich glaube, die Lernkurve steigt steil nach oben. Und wenn der Preis dafür, dass ich recht früh ein Tesla Model 3 gekauft habe, wenn der Preis dafür ist, dass ich 3 Tage kein Auto habe und hinterher alles auf Garantie repariert wird, dann ist das für mich vollkommen in Ordnung. Ich bin gespannt, was ihr zu diesem Thema sagt, Garantieabwicklung von Tesla. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, liked dieses Video, abonniert meinen Kanal und seid auch weiterhin dabei. Bis zum nächsten Mal, euer Dieser Dad.